Damit alle Beteiligten sich nochmal einen Überblick verschaffen können, freuen wir uns, dass Lisa Pohlmeier, Maike Sauerhering und Michaela Kruse das Projekt heute gemeinsam vorstellen. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Lisa Pohlmeier. Ja, vielen Dank. Ich starte kurz die Präsentation wieder. So, ich hoffe, Sie ist zu sehen. Genau, ich möchte Ihnen heute gerne einmal das Projekt vorstellen. Wir haben schon ganz viele Ziele davon gehört, ganz viele Ideen, die dahinter stecken. Und ich habe Ihnen aber zu Beginn ein Zitat mitgebracht, mit dem ich gerne beginnen möchte. Weil da so viel mehr in dir steckt, als dir bewusst ist. Diese Welt braucht deine Begabungen, deine Talente, deine großartigen Ideen. In dem wundervollen Kinderbuch Vielleicht von Kobi Yamada bestärkt der Autor den jungen Zuhörer oder jungen Leser darin, seine individuellen Begabungen zu entdecken und mit ihnen zu wachsen. Sich neugierig auf den Weg zu machen, die Perspektive zu ändern, sich auszuprobieren und auch nach einem Scheitern weiter voranzugehen. Aber auch andere in diesem Prozess zu unterstützen und sich mit ihnen gemeinsam auf die Reise der individuellen Entfaltung zu begeben. Und genau an dieser Stelle wollen wir mit dem Projekt K-Campus und Ihnen, liebe teilnehmende Einrichtungen, unmittelbar ansetzen. Kinder stärken, sie ressourcenorientiert betrachten, ihre Begabungen partizipativ entdecken und selbstbestimmt zur Entfaltung bringen, sie in ihren Interessen fördern. Und damit die frühe Begabungs- und Begabtenförderung in ihren Einrichtungen gelingen kann, folgt das Projekt K-Campus einem strukturierten Curriculum, das sich auf folgende Ziele zusammenfassen lässt. Die haben wir hier einmal aufgeführt. Wir haben die Entwicklung oder Weiterentwicklung der durchgängigen, vielfaltsorientierten und inklusiven Begabungs- und Begabtenförderung, besonders begabter Kinder, mit Blick auf die Institution Kita, wie auch auf den Übergang in die Grundschule für ein durchgängiges System, so wie Minister Tonne eben erwähnt hat. Dann legen wir einen großen Fokus auf die Vernetzung der Einrichtungen und Akteure untereinander. Das bedeutet auch, Synergien zu schaffen, Synergien zu nutzen und wirksam zu machen. Die Qualifizierung von Fachkräften und die Weiterentwicklung der Kitas als begabungsförderliche Einrichtungen, demnach auch ein Beitrag zum Qualitätsmanagement jeder einzelnen Einrichtung zu leisten. Und als viertes übergeordnetes Ziel, Kinder unabhängig ihrer Herkunft individuell zu fördern, ihre Stärken und Interessen zu erkennen und ihr Potenzial zu entfalten und damit einen ganz wichtigen Beitrag zur Begabungsgerechtigkeit zu leisten. Und damit wir diese Ziele bis Ende 2025 erreichen, baut K-Campus auf verschiedenen Komponenten auf, die ich Ihnen einmal vorstelle. Diese Komponenten greifen bestmöglich in ihrer Wirkung ineinander, um sich gegenseitig zu stärken. Wir haben einmal die Vernetzungskomponente, die die nachhaltige Verankerung des Projektes zum Ziel hat. Projektergebnisse werden sichtbar und Vernetzung wird gestärkt. Verschiedene Akteure im Projekt untereinander, wie auch der Auf- und Ausbau von regionalen und überregionalen Kooperationsstrukturen. Dann haben wir die Komponente Fortbildung, die zur Erweiterung des professionellen Handelns und der Handlungsfähigkeit beiträgt. Die Förderung reflektierten Handelns sowie das nachhaltige Lernen von pädagogischen Fachkräften im Bereich der Begabungs- und Begabtenförderung zu stärken. Und nicht nur von pädagogischen Fachkräften, sondern auch in der Beratung von ihren Erziehungsberechtigten, die sie jeden Tag in der Kita betreuen. Nicht betreuen, aber beraten. Dann die Komponente Prozessbegleitung. Das heißt, die teilnehmenden Einrichtungen werden kontinuierlich begleitet und unterstützt. Und im Fokus stehen dabei standortspezifische Entwicklungsziele sowie Veränderungsprozesse. Und die Prozessbegleitung ist auch
dafür zuständig, den Transfer zwischen den Fortbildungsformaten wie von den Vernetzungsformaten in die Handlungspraxis zu begleiten und das Konzept und das Profil jeder einzelnen Einrichtung individuell auszugestalten. Wie schon gesagt, jede Komponente hat unterschiedliche Formate und Veranstaltungen, die innerhalb der nächsten 4 Jahre den Prozessverlauf des Projektes bestimmen. Und diese schauen wir uns einmal im Überblick an. Wir haben 4 geplante Netzwerktagungen. Wir starten heute mit dem Auftakt, werden 2 weitere Netzwerktagungen haben und dann die große Abschlussveranstaltung, mit der das Projekt feierlich dann beendet werden wird. Wir laden verschiedene Institutionen ein, regionale Kooperationspartner, Experten und natürlich die teilnehmenden Einrichtungen. Ziel ist, dass die systematische Vernetzung ausgebaut wird, weiterentwickelt wird und die regionale Zusammenarbeit in Niedersachsen gestärkt wird. Jede Netzwerkveranstaltung gibt neue Impulse, die wiederum in der Prozessbegleitung aufgegriffen werden können. In der Komponente Fortbildung gibt es zum einen die Intensivkurse, die Leitungsforen und die Kita-internen Fortbildung. Und alle diese Inhalte der Formate dienen dem Aufbau und der Vertiefung der Reflexion des Wissens über die frühe Begabungs- und Begabtenförderung aus den verschiedenen Veranstaltungen. Die Intensivkurse sind 2-tägige Fortbildungen, zu denen wir die Kompetenzteams einladen. Und beispielsweise beschäftigen wir uns an den Intensivkursen mit Themen wie Grundlagen der Begabungsförderung, Begabungen erkennen, Begabungen fördern. Das heißt, jeder Intensivkurs steht unter einem anderen Thema. Dann haben wir 4 zentrale Leitungsforen, zu denen wir die Kita-Leitungen einladen. Hier geht es auch um den Austausch und die Vertiefung leitungsspezifischer Themen, wie zum Beispiel strukturelle organisatorische Entwicklungsprozesse oder auch die Reflexion der Leitungsrolle. Da wir uns auch in einem langen Projekt befinden, haben die Kita-Leitungen so auch ihr eigenes Format, in dem sie es reflektieren können. Die Kita-internen Fortbildungen finden insgesamt 3-mal über das gesamte Projekt in jeder Einrichtung statt, wozu immer das gesamte Team einer Einrichtung zusammenkommt und sich auch individuell mit dem Thema auseinandersetzt, selbst gewählt und somit profilbildend und auch die Schärfung des Profils im Fokus steht und eben auch zum Beispiel eben auch individuell. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie sich im Beobachten und Dokumentieren weiterentwickeln wollen, wenn Sie sich im Bereich Elternberatung weiterentwickeln wollen. Das heißt, das ist immer individuell abgestimmt und pro Einrichtung individuell. Und für die Komponente Prozessbegleitung würde ich an meine Kolleginnen, die auch die Prozessbegleitung übernehmen, an der Stelle gerne übergeben, Michaela Kruse und Maike Sauerhering. Ja, ich übernehme das mal, Michaela Kruse. Und meine Kollegin Maike Sauerhering ist auch da, aber ich werde das kurz beschreiben, was wir mit Prozessbegleitung meinen. Also wir haben ja vorhin von der Vielfalt der Kinder gesprochen und so gibt es auch die Vielfalt der Kitas und um dem gerecht zu werden, geht es wirklich um so eine individuelle Gestaltung eines gemeinsamen Entwicklungsweges mit den Kitas. Und am Anfang steht natürlich Themenfindung und die Hebung von Ressourcen. Im Prozess werden dann konkrete Ziele und Umsetzungsschritte erarbeitet. Die Prozessbegleitung beinhaltet vor allem eine Strukturierung und Begleitung von diesen Prozessen. Und gerade am Anfang ist davon besonderer Bedeutung für das Gelingen einer guten Situationsanalyse mit den Kitas gemeinsam, sodass wir dort eine Orientierung finden und Ziele formulieren. Und die Zielformulierung bezieht sich dann auf die Erarbeitung ganz konkreter Ziele hinsichtlich des Themas Begabungsförderung sowie der konkreten Bedarfe der Teams und wir schauen da, was ist eigentlich die Ausgangssituation. Diese Arbeitsphase umfasst dann
die gemeinsame schrittweise Erarbeitung der formulierten Ziele. Das ist das, was wir im Prozess besonders machen. Also nochmal gemeinsam fokussieren, wo soll es eigentlich hingehen. In der Abschlussphase werden dann die Ergebnisse der Arbeit und mögliche weitere Arbeitsschritte reflektiert, weil es ja auch darum geht, eine gewisse Nachhaltigkeit zu sichern. Vielleicht nochmal kurz zu der Besonderheit, was ist Prozessbegleitung? Also wir haben natürlich ein gewisses Wissen und eine Expertise, die wir mit reinbringen als Prozessbegleitung. Herr Ehren hat ja auch beschrieben, dass Frau Säuer und ich lange in der Forschungsstelle Begabungsförderung gearbeitet haben und dort schon geforscht haben, Fortbildung entwickelt haben, Vorträge gehalten haben und so weiter. Aber in der Rolle der Prozessbegleitung geht es vor allem darum, dass wir anstoßen zu Nachdenkprozessen, zu Ideenfindungsprozessen, zu Lösungsprozessen und zu Selbstreflexionsprozessen. Das ist zentral. Und von daher ist eine Prozessbegleitung oder die Gestaltung des Prozesses erstmal nicht so planbar, sondern grundsätzlich offen. Und die Ergebnisse lassen sich auch nicht unmittelbar vorhersagen, sondern werden im Grunde hergestellt über den Prozess. Und daher arbeiten wir vor allem mit impulsgebenden Fragen und Methoden, die den Kitas ermöglichen, selbst neue Sichtweisen und Lösungen zu entwickeln. Das vielleicht zum Hintergrund der Prozessbegleitung. Vielen Dank an Michaela. Und jetzt haben wir uns jede einzelne Komponente des Projektes näher betrachtet und wir haben Ihnen nochmal einen großen Überblick mitgebracht. Hier sehen Sie den gesamten Projektverlauf mit den ganzen Formaten, die wir gerade vorgestellt haben und auch den Veranstaltungen, die stattfinden werden. Sie sehen ganz oben in Rot die Netzwerktagungen. Heute ist der Auftakt und Sie sehen, dass wir auch in 2022 noch einiges vorhaben mit den Einrichtungen. Wir werden einen Intensivkurs haben, wir werden ein Leitungsforum haben, wir werden die erste Runde Kita-interne Fortbildungen anbieten und werden mit der Situationsanalyse starten, mit der Auswertung und dann eben auch noch einen Prozessbegleitungstermin dieses Jahr haben. Und dann gliedern sich die Formate bis Ende 2025 kontinuierlich durch das gesamte Projekt. So ist der Verlauf. Und da wir heute den Auftakt feiern, geht es heute auch offiziell los, nachdem wir so lange mit der Vorbereitungsphase, mit der Sondierungsphase beschäftigt waren, freuen wir uns wirklich sehr, dass jetzt dann auch die inhaltlichen Formate und die Zusammenarbeit mit den Kitas beginnt. Denn dieses Projekt wäre nicht realisierbar, wenn wir nicht 8 motivierte Kitas gefunden hätten, die auch in diesem Projekt gerne mitwirken wollen. Und wir haben sie schon einmal vorgestellt, aber sie sind die Hauptträger dieses Projektes. Deswegen sollen sie an der Stelle nochmal hervorgehoben werden. Wir freuen uns, dass sie alle mit dabei sind, dass wir so unterschiedliche Standorte haben, dass wir regional sehr verteilt sind in Niedersachsen. Und wir uns freuen, dass sie große Einrichtungen sind, kleine Einrichtungen, dass sie Krippen haben, dass sie keine Krippen haben, dass sie Hort haben. Wirklich ganz unterschiedlich, so divers und so vielfaltsorientiert, wie wir uns das wünschen. So haben wir das abgebildet und wir haben uns gefreut, dass sie sich alle beworben haben, dass sie alle motiviert sind und dass sie auch heute alle da sind. Genau, wir freuen uns, dass Sie da sind, dass Sie mitwirken. Freuen Sie sich auf eine intensive Zeit. Die Intensivkurse heißen auch nicht umsonst Intensivkurse. Und damit sage ich, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ich freue mich auch darüber, dass uns schon ein erstes Kennenlernen der Einrichtung geglückt ist. Wir haben uns schon einmal in einem kleinen Format getroffen, um uns gegenseitig kennenzulernen. Aber ich freue mich, Sie bald persönlich zu treffen, Ihre Einrichtung kennenzulernen, Ihre Konzeption kennenzulernen. Und damit wäre ich am Ende der Vorstellung des Projektes. Wenn